Wir begrüßen Sie zu unserem IDM Paddock Talk. Neben mir 50, so kennt ihr das ganze Fahrerlager unter diesem Namen, Christoph Höfer, der hier heute schon das Podest erreicht hat, Dritter geworden im BMW Boxer Cup. Genau. Zufrieden? Sehr zufrieden. Platz 1 und 2 von mir waren Gaststarter. Und mein Hauptkonkurrent aus den USA, der Nate, ist leider ausgefallen. Der hatte Kupplungsprobleme und hat sich dann nicht ganz regelkonform verhalten und wurde dann disqualifiziert. Und somit war für mich das Hinterherfahren der beiden Gaststarter das Klügste, was ich machen konnte. Ich weiß im Moment nicht genau, was mit dem Sound los ist, aber ich glaube, die Kollegen um Stefan Kraus von Radio Victoria arbeiten fieberhaft an dem Sound. Und Sie sehen alle, vor allen Dingen hoffentlich die zahlreichen Zuschauer zu Hause, ich habe ein besonderes T-Shirt an. Dennis Lippert ist leider bei der Ausübung unseres Lieblingssportes verstorben und deswegen das T-Shirt. Und da haben wir natürlich einiges erlebt und ist viel drüber gesprochen worden. Du kanntest den Dennis natürlich auch sehr gut. Danke. Jetzt haben wir auch hier in Solda Sound. Gestern hat sich das Fahrerlager getroffen, um Abschied zu nehmen von Dennis Lippert. Und da gucken wir als erstes mal drauf auf die Bilder, weil es war wirklich alles, was im Fahrerlager Zeit hatte, dabei bei Start und Ziel. Und das sind wirklich bewegende Momente und bewegende Bilder gewesen. Bitte Mats ab, gestern Nachmittag um kurz vor 18 Uhr, angeführt natürlich der Corso von seinem Bruder, von Marco, seine Freundin Selina Koczynski. Rechts auf dem Bike mit dabei, Olaf Kneuper war mit dabei und dann haben wir uns dazu entschlossen, mit dem gesamten IDM-Fahrerlager einmal richtig Rabatz zu machen. Eine Minute Lärm für den Dennis, also die Motoren nochmal angeworfen. Das sind natürlich ja wirklich bewegende Momente und auch schwierige Momente, ganz klar. Denn Dennis Lippert war einer der beliebtesten Fahrer überhaupt hier im Fahrerlager. Aber 50, du bist auch deshalb hier, weil wir heute ein bisschen über das Thema Sicherheit reden wollen. Denn du bist ja Riding Coach, kürzlich bei Lukas Tulovic zum Beispiel auch in der WM gewesen. Genau, ja. Und hast dem Lukas ein paar Sachen beigemacht. Du schulst junge Motorradrennfahrer, die vielleicht den Traum auch noch leben, auf Pitbikes. Wie geht man als aktiver Profi mit so einem Moment um? Ja, es ist natürlich schwierig. Ich sag mal, dass so was Schlimmes, so einen schlimmen Trauerfall, ja, so ein schlimmes Ereignis, das verarbeitet jeder für sich selbst und jeder anders. Da gibt es natürlich, sag ich mal, insofern keine Marschroute dafür. Aber sowas ist ganz, ganz bitter. Wir alle lieben diesen Sport, den wir ausführen, ja, und wir kennen die Risiken, aber natürlich hat es keiner vor Augen, dass es immer wieder so schnell gehen kann. Und dementsprechend war das mit Dennis eine Nachricht, die uns alle extrem hart getroffen hat. Und ja, jeder versucht es so zu verarbeiten, wie er das für sich am besten hält. Ja. Und man kann nur hoffen und beten, dass sowas nie mehr passiert, ja. Du musst nicht immer weiter zurückgehen, komm ruhig ein bisschen nach vorne an den Tisch, denn wir haben hier zwei Kameras, das ist natürlich keine Hollywood-Highlight-Produktion, deswegen nochmal Entschuldigung bitte für die kleinen Tonprobleme zu Beginn. Die Radio Victoria Crew arbeitet hier wirklich drei Tage lang unter Höchstdruck, um überhaupt so eine Übertragung hinzubekommen von der IDM. Uns wäre das natürlich am liebsten, wenn wir über unseren Sport 24 Stunden live berichten könnten. Soweit sind wir aber leider aufgrund Sponsorensituation in Sachen Motorradrennsport in Deutschland nicht. Wir sehen vorne mir hier, um mal zu den positiven Geschichten des Wochenendes zu kommen, eine Original MotoGP Suzuki von Juan Mir. Juan Mir und Alex Rins. Juan Mir Rookie, Alex Rins für mich bisher auch einer der Fahrer der MotoGP-Saison, werden morgen auf dem Suzuki GSXR Festival hier in Assen zu Gast sein. Gilt übrigens auch für euch hier vor der Bühne. Wird es auch eine Autogrammstunde geben, die werden eine Siegerehrung vornehmen. Das ist schon klasse, ne? Dass uns die Stars, die Weltstars aus der MotoGP hier in soll da besuchen. Absolut, das ist ein totales Highlight mit dem Johann Mir und mit dem Alex Rins, zwei aktuelle GP-Fahrer. Geiler geht's nicht und das ist auch diese Richtung, wo wir mit unserem international deutschen Motorradsport hingehen sollten, ja, dass wir Highlights setzen immer mehr, dass wir für Aufmerksamkeit irgendwo stiften, dass der tolle Sport in unserem Land mehr Publikum wird,
bessere Sponsoren, mehr Sponsoren bekommt und generell vielleicht eine höhere Aufmerksamkeit, was allein schon im Nachwuchs dann vielen helfen würde, dass wir diesen tollen Sport internationaler, breiter und noch professioneller betreiben können, ja? Ja, und es ist ja auch klasse für uns, dass wir mal direkt dran stehen und hier das Flügelwerk zum Beispiel in der Verkleidung sehen. Du warst neulich, ich habe es ja erzählt, bei Lukas Dulovic im Fahrerlager, hast ihn ein wenig gecoacht und das machen ja mittlerweile fast alle Topfahrer. Was denkst du, weil der Lukas ist 19 geworden gerade, ist ja in der Moto2 der jüngste unserer drei Fahrer, die wir haben. Was glaubst du, was da geht? Schafft er seinen Weg in der WM? Der Luki ist super, super ehrgeizig, ist ein absoluter Profi für seine 19 Jahre in der Moto2. Der hat Biss, der will und das ist toll. Für mich ist es eine Ehre, ihn als Riding Coach unterstützen zu dürfen. Ich laufe draußen rum mit dem Streckenplan mit der Kamera und filme ihn, vergleiche ihn mit anderen Fahrern und versuche ihm halt den Input zu liefern von außen als drittes und viertes Auge, dass er Step by Step, ja, in die richtige Richtung weitergeht. Und wir waren in Mugello im Quali bis auf 1,6 Sekunden an die Pole dran von in der Moto2, das ist die Weltspitze und Luki ist für mich ein Ausnahmetalent. Ich hoffe, er schafft den Sprung ganz, ganz nach vorne. In Le Mans war er schon auf der 9. Position im Qualifying. Okay, da waren es nasse Bedingungen. Kommen wir zurück nach Zolder. Also wir werden morgen die MotoGP-Stars hier haben. Juan Mir und Alex Rins werden zu Gast sein. Das wird natürlich dann auch in unserer IDM-Reportage, die am kommenden Dienstag das ganze Wochenende mit den Rennen aufarbeitet, natürlich auch nochmal Thema sein. Interviews haben wir schon zugesagt bekommen. Kommen wir mal zurück nach Zolder. Wie gesagt, wir ziehen so ein bisschen als roten Faden das Thema Sicherheit auch zu und gucken jetzt mal auf die Bilder. Denn wenn man das an der einen oder anderen Ecke hier sieht, hinten im Wald zum Beispiel, da wo die zweite Kuppe ist, wo die Vorderräder abheben, wenn man das sieht, wie nah dran an den Mauern ihr seid, jetzt sollten eigentlich ein paar unterstützende Bilder kommen, da sehen wir es mal, da hebt das Vorderrad ab. Das ist eine Oldschool-Rennstrecke. Ich war ja neulich auch mit der IDM hier, da haben auch einige Autoprofis gestaunt über das Streckenlayout. Es ist hier sogar mal Formel 1 gefahren worden. Aber wenn man das da so sieht, auch bei Start-Ziel, das ist schon sehr anspruchsvoll, aber auch nicht ganz ungefährlich. Ja, das stimmt. Durchaus nicht ganz ungefährlich. Die Auslaufzonen sind hier nicht die allergrößten, aber dennoch sieht es, finde ich, spektakulärer aus, als es tatsächlich ist. Zolder ist eine extrem schöne, anspruchsvolle Strecke, hat sowohl einen flüssigen ersten Sektor als auch einen sehr technischen zweiten Sektor. Die zwei Kuppen drin, das ist für uns Fahrer in der IDM was ganz, ganz Besonderes. Das haben wir sonst nirgendwo, ja. Und die Leute hier an der Strecke geben ihr Bestes. Die Belgier sind sehr, sehr engagiert. Schon Wochen zuvor bauen sie hier Airfences auf, streichen neu, machen, tun. Gefällt mir sehr, sehr gut immer die Zolder-Veranstaltung, finde ich auch toll, dass wir die im Kalender haben. Ja, ja, du heute wichtige Punkte geholt, denn dein Hauptkonkurrent, absolut, du hast ja es ja erzählt, als Dritter, die beiden Gaststarter kriegen keine Punkte. Zieltitel, das wäre dann dein zweiter Markencup, den du gewinnst. Suzuki hast du ja schon. Genau, ja. Und dann wieder zurück, wohin? Wie geht es dann weiter, falls es klappen sollte? Ich bin da eigentlich ganz entspannt, muss ich sagen. Letztes Jahr in der Superbike IDM hatte ich mich verletzt. Da war ich zuerst ziemlich am Boden, weil wir hatten eine schöne Auftaktveranstaltung gefahren und bei der zweiten hatte ich mir dann Schulterblatt gebrochen. Damit war die Saison dahin. Zieht einen natürlich erstmal runter sowas, aber wo eine Tür zugeht, gehen mehrere neue auf. Jetzt fahre ich für die Wunderlicht-Truppe den Boxercup und Langstrecke. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß in dem Team. Alles sehr professionell engagiert. Wir haben eine tolle Atmosphäre und jetzt ist ganz klar mein Hauptziel, den Boxercup zu gewinnen und dann schauen wir, wie die Reise weitergeht. Definitiv, wenn sich's irgendwo ergibt, würde ich auch gerne noch mal ein bisschen auf dem Superbike rumtouren, keine Frage, ja. Ja, gucken wir uns mal an, wie du dich als Streckenvorsteller schlägst, denn wir haben extra für dich eine sehr, sehr schöne Runde aufgenommen mit unseren Onboards. Erwan Nigon ist diese Runde gefahren und mal gucken, ob du die Schalt-, Bremspunkte und die Beschleunigungsphasen noch drauf hast. Die Strecke hier in Zolder 4,1 Kilometer lang, 6 rechts, 3 Linkskurven. Wie gesagt, die Formel 1 war sogar hier in Flandern lange, lange Jahre bis zu dem leider ja auch hier verstorbenen Unfall von Jacques Villeneuve, genau hier hinten in dieser Schikane zu Gast. Deine Zeit kommt gleich und dann lasse ich dich für eine Runde. Erwan Nigon, wie gesagt, der Fahrer auf seinem Superbike alleine und dann kannst du am Mikrofon hier loslegen. Bitte schön, deine Runde mit Erwan Nigon bei Okay. Wir kommen Ende Startziel im fünften Gang, schalten zwei Gänge runter in Gang 3, spät einlenken, dass wir die Kurve spät, oh jetzt muss ich mich beeilen,
dass wir die Kurve spät erwischen, hier auch wieder spät einlenken, spät innen sein und dann ganz raustragen lassen. Den Schwung mitnehmen, in vierten Gang schalten, ganz innen an Curb, raus, ganz raus. Da kommt links so ein Notweg, da lenken wir ein, treffen hier auch wieder den Curb im zweiten Drittel und sind ganz früh am Gas, dass wir viel Schwung auf die Gegend gerade mitnehmen können. Mit der 1000er bremsen circa unter der Brücke von Gang 4 mit der Kawasaki Airrun Ego zurück in 2, ne, bleibt im dritten. Schikane durch, so schnell wie es geht. Kuppe, fährst du eine Kurve und schaltest, damit das Vorderrad nicht abhebt. Hier möglichst nach links orientieren, damit man einen schönen Einfahrwinkel in diese Rechts-Links-Rechts-Schikane hat. Spät nach rechts einlenken, Schwung mitnehmen und dann geht es so gut wie Vollgas den Berg hoch. Gang 3 mit der Kawasaki schaltet er jetzt wahrscheinlich in vierten, genau über die Kuppe, Vorderrad hebt leicht ab. Links orientiert bei 100 Meter bremsen, zurück in Gang 2. Späten Scheitel setzen, früh raustragen lassen, Curb links, Curb rechts und dann geht's auf die letzte Schikane vor Stadtziel. Hier auch lieber einen Ticken länger geradeaus fahren, die links etwas Zeit liegen lassen, dafür für die rechts gut vorbereitet, früh aufrichten, raus auf die Curbs und dann hat es hoffentlich für die Pole Position geschafft, gereicht, gelangt. Ja, kommen wir gleich natürlich auch noch zu. Machen wir ein bisschen Platz, du hampelst hier ganz schön rum, aber vielleicht mal einen kleinen Applaus. Hat er gut gemacht, ne? War er nicht so richtig drauf vorbereitet. Eine Runde auf dem Bike von Erwan Nigon mit 50. Die Schaltpunkte haben dich im einen oder anderen Moment ein bisschen überrascht, ne? Stimmt aber, haben wir alles kontrolliert mit ihm. Ja, klar, aber ich sag mal, die Kawasaki ist ein anderes Fabrikat wie jetzt eine BMW, wie eine Yamaha. Die haben teilweise andere Übersetzungen, andere Schaltpunkte. Auch die Superbike-Fahrer, die identische oder sehr, sehr ähnliche Rundenzeiten fahren, die variieren oft von den Gängen, ja. Und ich mit meiner Boxer habe sowieso andere Gänge. Von daher, aber ja, die Kawasaki bin ich aus der Kiste raus damals mal gefahren und die ist von ziemlich so übersetzt, dass man überall oftmals einen Gang tiefer fährt, wie zum Beispiel als mit einer BMW. Ja. Aber man kann ja so viel spielen mit Übersetzungen und so weiter. Deswegen musste ich jetzt das ein oder andere Mal einen Würfelbecher dahin werfen und gucken, was für eine Zahl draufsteht. Kannst du dir dann in der Reportage am Dienstagabend ab 18 Uhr ist die online produziert von Radio Victoria nochmal anschauen, das Ganze. Danke fürs erste 50. Wir wechseln sehr mal gerne durch. Wir haben ja schon viel zusammen erlebt. Auch danke nochmal für die Unterstützung gestern. Wir sehen hier im Hintergrund gerne hinter uns das Banner nochmal Ride on 26, der Hashtag, ja, und das T-Shirt. Also danke, dass du auch da mitgeholfen hast und wir sagen auch nochmal danke an Marco Lippert, an Selina Kuczynski und an Olaf Kneuper vor allem für die Unterstützung. Auch danke dir für die tolle Vorstellung gestern Abend. Das gehört zum Job dazu. Jetzt freuen wir uns auf einen, der den Titel holen will. Bist du sortiert? Vergiss dein Handy nicht. 50, mach's gut. Denn der nächste hier auf der Bühne, machen wir auch mal live, vielleicht auch mit einem kleinen Applaus, heißt Julian Puffe. Sind alle ein bisschen ermattet, habe ich das Gefühl, von den heißen Temperaturen hier in Belgien. Ja, Julian, erstmal herzlich willkommen. Wir haben gerade schon mit dem 50 ein bisschen über Sicherheit gesprochen. Deswegen hast du zum Beispiel auch deinen HJC-Helm mal mitgebracht. Und das zieht sich natürlich durch die Szene im Moment durch. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Letztes Wochenende in der MotoGP ist die neue Helmnorm eingesetzt worden. Da durften dann einige Leute nicht ihre eigentlichen Helme fahren, wie sie normalerweise aufhaben. Andrea Dovizioso zum Beispiel, also auch einer der ganz Großen nochmal. Wir können den Helm auch ruhig hier direkt für den Ganesha, unseren Kameramann, vorne auf die Ecke legen. Dann kann er den nochmal groß zeigen. Würde deiner die Norm erfüllen? Weißt du das? Der gerade nicht, aber HJC hat da natürlich was nachgelegt. Die haben mit einem RFA 01R einen FIM-homologierten Helm rausgebracht, schon am Anfang der Saison. Und ja, in der IDM können wir die gerade noch nutzen. Da sind noch nicht allzu viele gerade erhältlich, aber die bekommen auch die IDM-Fahrer in geraumer Zukunft, in nächster Zeit zugesendet. Und ja, damit sollte es dann keine Probleme mehr geben. Nach dem, was wir in Oschas Leben erlebt haben, ist das natürlich ein wichtiges Thema, wo auch du als Profi dich einfach mit beschäftigen musst. Auf jeden Fall. Also Sicherheit ist ein Riesenfaktor. Und ja, ich vertraue da eigentlich schon auf HJC seit jetzt über 3 Jahren. Oder das ist jetzt das 3. Jahr. Und ja, ich hatte noch nie Probleme damit. Bin immer super safe unterwegs gewesen. Und ich denke, auch mit dem neuen Helm, mit FIM-Homologation, wird das nochmal besser.
An dem tragischen Unglücksfall konnte man insofern nichts ändern, weil das war einer dieser Unfälle, die man nicht verhindern kann, auch mit den aktuellen Sicherheitsstandards nicht. Ich weiß gar nicht genau, fährst du zum Beispiel mit Airbag? Momentan noch nicht, liegt aber, also für nächstes Jahr ist das eigentlich fest im Programm. Ich denke einfach, ja, jeder Sicherheitsaspekt sollte irgendwo mitgenommen werden. Und damit ist auch Airbag, denke ich, ein Thema, was man definitiv ins Auge fassen soll. Ist einer WM mittlerweile in allen drei Klassen vorgeschrieben? Bist du der Meinung, dass man da auch in der IDM drüber nachdenken sollte? Im Prinzip, man kann es nicht sicher genug machen. Also das als Vorschrift zu nehmen, ist, denke ich, auf jeden Fall kein Fehler. Klar sollte man mal drüber nachdenken. Ist natürlich auch ein bisschen ein Kostenfaktor, aber ich denke, am Ende geht Sicherheit weit vor den Kosten. Du bist nah dran oder näher dran als im letzten Jahr am Titelverteidiger, an deinem Teamkollegen, an Ilja Michalczyk. Woran liegt es? Ist Julian Puffe noch besser in Form als im Jahr 2018 oder liegt dir das neue Motorrad etwas besser als im Ilja? Beides. Also nee, gut, mir liegt das Motorrad jetzt nicht besser als Ilja, aber ich habe im Winter viel gearbeitet, viel auch an der Fitness gemacht, war nebenbei auch viel trotzdem trainieren. Ist für deutsche Zwecke manchmal ein bisschen schwierig, aber ich bin dann mit Toni Finsterbusch und Max Enderlein für ein paar Wochen nach Spanien ausgewandert, haben dort zusammen mit den Supermodus trainiert, klappt einfach super in der Gruppe, da kann man sich gegenseitig einfach viel besser pushen und ja, natürlich liegt mir auch das neue Motorrad sehr gut. Wir haben noch lange nicht die beste Ausbaustufe, es gibt momentan noch ein paar kleine Details, die am alten Motorrad besser waren. Aber das Motorrad hat einfach wahnsinnig viel Potenzial und Stück für Stück kommen wir auch immer näher und ich bin mir sicher, das Motorrad wird auf jeden Fall noch bedeutend besser werden. Punkte hat es aber euch heute noch nicht gegeben, aufs Qualifying kommen wir gleich. Du führst die Meisterschaft an, ihr seid punktgleich, Erwan Nigon und du, dein Teamkollege, 4 Punkte nur dahinter. Aber deine Zeit kommt ja normalerweise noch, ne? Zum Beispiel dein Heimspiel in Schleiz. Ja, darauf freue ich mich natürlich besonders. In Schleiz zu fahren ist immer ein... Ja, das beste Erlebnis eigentlich im Jahr. Ist auch etwas schwierig, das muss man, da steigt die Aufregung natürlich schon bedeutend mehr in die Höhe als bei anderen Rennen. Aber ja, die Atmosphäre dort ist super, es kommen wahnsinnig viele Leute, viele Gäste auch und Sponsoren. Und ja, da will man natürlich zeigen, was man kann. Ja, kommen wir mal auf einen Aspekt, der dann vielleicht auch zum Tragen kommt, denn wir haben ja in dieser Saison auch das Thema Reversed Grid, was viel diskutiert wird. Und das ist zum Beispiel eine Stärke von deinem Teamkollegen, von dem Ilja. Haben wir mal ein paar Szenen rausgesucht vom letzten Rennen, wie er sich da auf ziemlich kompromisslose Art, das ist die Onboard von Ilja Michalczyk, durchs Feld prügelt, muss man schon sagen. Das kann er, ne? Ja, da hat er auf jeden Fall noch einen kleinen Vorteil gegenüber mir. Mir macht das Reverse Grid gerade noch etwas zu schaffen. Aber gut, er hat dieselben Bedingungen. Er muss genauso von hinten starten, wenn er das erste Rennen gut ankommt. Und ja, damit müssen wir jetzt irgendwie leben und uns da versuchen zu verbessern. Ja, sensationell hier diese Aufholjagd. Toni Finsterbusch zum Beispiel, gerade von dir angesprochen, ein Trainingspartner, war da eines der Opfer von Ilja Michalczyk. Kann man als Teamkollege sich dabei was angucken, wenn du jetzt zum Beispiel hier diese Onboard-Aufnahmen siehst, wo und wie er da jeden in Oschersleben abgefangen hat und irgendwann warst auch du dann an der Reihe. Guckt man da zusammen mal drauf? Ja, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Also was man halt hier gut sehen kann, Ilja liegt es sehr, auch enge Linien zu fahren. Mein Fahrstil lässt es im Moment gerade noch nicht so wirklich zu, weil ich oftmals mich weit raustreiben lasse und von außen wieder nach innen stechen möchte. Aber ja, man sieht, dass es geht und von daher kann ich da jetzt schlecht eine Ausrede bringen. Da muss ich an mir arbeiten, da irgendwie schneller an den Fahrern vorbeizukommen und ja, das ist das Nächste, was auf dem Plan steht. Ja, und so spannenden und spannenden Rennsport können Sie auch sehen, wenn Sie am Dienstag unsere Reportage schauen. Oder aber, wer das jetzt gerade live sieht, nicht allzu weit weg wohnt, Ilja Michalczyk hier dann mit dem Führungswechsel gegen Polita. Man kann hier in Zolder auch noch vorbeikommen. Gibt auch noch Tageskarten, Platz genug ist auch. Also ist auf jeden Fall was, das sich lohnen würde, sich morgen mit 2 Rennen bei euch bei angesagten 30 Grad anzuschauen. Also ruhig mal vorbeikommen. Das wird ein harter Tag morgen, ne? Mit 2 Rennen. Bei den Temperaturen, wenn der Wetterbericht stimmt. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist das erste Jahr, dass wir mit so hohen Temperaturen zu kämpfen haben.
das wird auch, Zolder ist auch gerade eine sehr anspruchsvolle Strecke. Also man hat sehr viele Richtungswechsel, man muss das Motorrad unter sich teilweise wirklich prügeln, um auf schnelle Rundenzeiten zu kommen. Und das geht natürlich auf Arme, Beine, der ganze Körper wird beansprucht. Die Temperatur wird uns dabei auch noch ein bisschen zu schaffen machen. Aber ich denke, die Fahrer sind alle topfit. Und ja, man muss natürlich schauen, auch wegen Setting, gerade bei wärmeren Bedingungen. Wir hatten das ganze Wochenende so um die 22 Grad, morgen sollen es über 30 werden. Das gibt natürlich nochmal eine Riesenänderung, wie die Reifen funktionieren, wie das Motorrad funktioniert. Also das könnte morgen spannend werden. Wer die beste Abstimmung hat, wer am Ende, bei wem die Reifen am längsten halten, das wird ein kleines bisschen Lotteriespiel. Aber ich denke, wir sind alle gut gerüstet. Ja, du bist auf jeden Fall optimistisch. Und dann gehst du auch nochmal bei Alex Rinz und Juan Mir vorbei, holst dir ein Autogramm. Wenn ich sie sehe, dann auf jeden Fall. Wenn du aufs Podest fährst in einem deiner Rennen, dann hast du, glaube ich, das Glück, dass die beiden MotoGP-Stars, die morgen auf dem Suzuki GSXR-Festival hier in Zolder die IDM bereichern werden, auf jeden Fall die Trophäen überreichen. Also da gibt es Chancen. Es gibt viele andere Veränderungen noch im Fahrerlager. Stefan Kerschbaumer zum Beispiel ist leider an diesem Wochenende nicht dabei. Da ist wieder das leidige Thema Sponsorengeld ein Thema bei MPB Racing. Also schade, schöne Grüße an den Stefan nach Hause. Dominik Weso ist wieder dabei, ne, als Ersatzfahrer, vertritt deinen ehemaligen Teamkollegen und gucken wir mal. Es wird viel diskutiert, der ein oder andere hat neue Aufgaben, wie zum Beispiel auch Michael Galinski, mit dem wir uns über seinen neuen Job unterhalten haben und der uns auch seine Meinung zum Thema Reverse Grid gesagt hat. Ja, das Konzept ist eigentlich so, dass wir jetzt in die Breite gehen. Das heißt, wir sind hier, ich als technischer Leiter, für alle Yamaha-Fahrer nicht zuständig, sondern es besteht die Möglichkeit, dass die auch zu uns kommen, wenn ein Problemchen ist. Wir haben eine Ersatzteilbevorratung da für die gängigen Klassen, die hier in der EDM fahren. Und wir wollen eigentlich uns so ein bisschen mehr für die Breite aufstellen. Bei den 600ern läuft es sowieso seit Jahren sehr gut für Yamaha. Bei den Superbikes ist auch ein Aufwärtstrend feststellbar. Man ist dran. Ja, mit den Superbikes ist es halt, wir waren ja noch im vorletzten Jahr quasi als Importeursteam da. Da war es natürlich etwas einfacher, weil die Unterstützung viel größer war und auch seitens finanzielle Unterstützung. Und jetzt haben wir das nicht mehr und müssen für uns als MGM zum Beispiel hier was machen. Aber es klappt sehr gut, also wir sind dran. Reverse Grid, gerade auf so einem Oldschool-Track, auch nochmal ein Aspekt, der das Ganze ja riskant macht. Absolut, aber ich bin halt der Meinung, ich finde überhaupt dieses Reverse Grid als Fahrer, ich war ja selber lange Fahrer gewesen und muss sagen, ich finde es nicht so dolle. Also ich finde, der Schnellste, der am Wochenende sich das Training verdient hat, das erste Rennen soll auch vorne stehen. Aber wir haben das Reglement nun mal am Anfang der Saison so beschlossen und ich bin einer, der sagt, okay, dann wollen wir es auch bis zum Ende so durchziehen und wollen zum Ende der Saison überlegen, war es eine gute Idee oder nicht. Ja, klare Worte von Michael Galinski, MGM Yamaha Teamchef. Was sagt denn einer, der um den Titel kämpft, der vorne liegt in der Meisterschaft, dazu? Ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, für mich ist die Regel auch eher Schwachsinn. Also ich muss wirklich sagen, also viele trainieren hart, viele Teams stecken viel Geld rein. Alle wollen irgendwo versuchen, vorne dabei zu sein. Wo ich angefangen habe, mit dem Superbike zu fahren, ich bin auch in schwierigen Klassen an den Start gegangen, hatte oft Probleme, musste mich da irgendwie durchkämpfen. Und hier werden manchen Fahrern halt einfach Positionen geschenkt, die sie wahrscheinlich so nicht erreicht hätten. Und am Ende soll der schnellste Fahrer und das beste Team, das beste Paket am Ende vorne stehen. Und somit wird es aber etwas gemixt und es ist nicht manchmal, ist nicht immer so. Also auch der Vierte in einem Rennen ist sehr schnell. Dann startet Platz 4 von 1 und der Rest kommt aus der dritten Reihe. Und gerade auf manchen Rennstrecken, lass es Zolder sein oder Schleiz, man startet von der 9. Reihe, muss ich erstmal durch riskante Überholmanöver irgendwie durchs Feld, einen Weg durchs Feld bahnen. Und der Platz 4, der fährt einfach vorne weg, wenn er einen guten Start erwischt. Und ja, das ist am Ende nicht so wirklich fair für alle anderen. Aber also, ja, ich bin nicht der, der die Regeln macht. Ich kann einfach nur hoffen, dass sie nächstes Jahr etwas mehr auf den Sport schauen, nicht eher auf die Show. Und lassen wir uns mal überraschen.
klare Worte, weil, da gebe ich dir recht, das ist auch nicht ganz ungefährlich. Aber gut, das hat auch Michael Galinski gerade gesagt, wir haben mit diesem Regelwerk angefangen. Und wenn man sich dann am Ende der Saison zusammensetzt und die richtigen Konsequenzen daraus sieht, dann passt das schon. Wollen wir mal aufs Qualifying gucken? Wir haben noch nicht verraten, wie es für dich gelaufen ist, aber wir haben natürlich Bilder. Ihr seid mit Onboards ausgestattet gewesen und schauen jetzt erstmal auf die Bilder von einem wirklich harten und heißen Tag. Das mit den Temperaturen hat euch heute, glaube ich, ganz schön beschäftigt, ne? Also es ging schon früh los. Es war noch, eigentlich noch gar nicht so warm, aber es waren trotzdem ziemlich dicke Luft, sage ich mal. Und da sehen wir dich bei der Arbeit hier, die MGM-Crew mit dem Kollegen Moser, der auch immer noch mit seiner Handverletzung ein bisschen zu kämpfen hat. Und ja, wo wir gerade Yamaha-Fahrer gesehen haben, Toni Finsterbusch hier nochmal. Die Yamahas sind ja nah dran, ne? Auf jeden Fall. Bonita also, mit der Honda noch nicht so. Auch die Kawasaki's hier ist keiner zu unterschätzen. Die machen alle einen super Job und da müssen wir ganz schön dagegen halten. Er war Nigo, haben wir da gerade gesehen. Und die 19 natürlich bei der Arbeit und auch von dir haben wir hier die Möglichkeit, den ein oder anderen Onboard-Eindruck zu erhalten. Wie sind denn für dich die beiden Kuppen? Welche ist schlimmer? Ah, für mich sind die nicht schlimm. Ich finde die Strecke eigentlich an jeder Stelle super. Es ist mal eine riesen Abwechslung zu allen anderen Strecken. Die meisten Strecken sind ziemlich eben. Hier sind fast schon, ja, sage ich mal, Sprünge drin. Aber ja, mir macht es super Spaß und ich fahre gerne auf Strecken wie Zolder und gerade Schleiz. Ja, und das lange auf 1 gelegen. Es war wieder ein knüppelhartes Duell mit Ilja Michalschek, deinem Teamkollegen. Wie gesagt, 4 Punkte hinter dir in der Meisterschaft. Wie ist denn so die Kommunikation zwischen euch eigentlich? Tauscht ihr Daten aus? Geht ihr abends mal ein Bier trinken? Oder seid ihr wirklich nur Rivalen der Rennbahn im Kampf um den Titel? Also ich denke, es macht jeder sein Zeug. Es hat jeder seine eigene Crew. Jeder arbeitet, jeder versucht für sich den besten und schnellsten Weg zu finden, auf gute Rundenzeiten zu kommen. Daten werden teilweise ausgetauscht, aber ja, das war es dann auch wieder. Ricardo Brink, Hervant Nigon, die beiden, sind das morgen eure härtesten Konkurrenten oder hast du da vielleicht auch noch jemand anders auf dem Zettel? Ja, ich denke gerade Toni ist auch, wie wir hier sehen, der ist auch gerade zum Start hin immer gut dabei. Der wird auch etwas mitwischen und ja, meistens kommt auch noch der ein oder andere. Pepin Beisterbosch ist nicht zu unterschätzen. Also ich denke, das wird morgen keine Einmannshow. Da werden einige Leute sein, die da irgendwo im Kampf um den Sieg mitmischen wollen. Und ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Die Unterschiede heute, du wieder hier bei Startziel. Ich kriege immer ja, so ein bisschen Gänsehaut, wie dicht ihr da an der Mauer vorbeiblasst. Die Unterschiede zwischen heute und morgen waren schon sichtbar, ne? Also es war ein bisschen Unterschied. Heute Nachmittag war es einfach ein Ticken wärmer. Aber man hat es ja gerade anhand meines Teamkollegen gesehen, der dann in letzter Sekunde nochmal 0,02 Sekunden besser fuhr als ich, dass es irgendwo trotzdem noch schneller ging. Wir haben es da aber leider in dem Moment nicht auf den Punkt gebracht und ja, somit. Achtung, ja. Er war Nigo, das ist nämlich der Abflug gewesen, der dann für eine Ölspur gesorgt hat in der Schikane und für eine kurze Unterbrechung dieses Qualifyings. Ja, das hat man auch gemerkt, man hat halt den Strich gesehen und dann wurde auch zu Recht abgebrochen, um halt einfach Folgestürze zu vermeiden und ja, wurde das kurz alles beseitigt und dann ging es weiter. Sehr wieder Thema Sicherheit. Hervant Nigon ist das erste Mal mit Airbag im Übrigen gestürzt und das ist das, was er da gerade beschrieben hat. Hat einfach dann im kurzen, knappen Kommentar gesagt, hat sich sehr gut angefühlt, dass ich den Airbag da anhatte und dass er funktioniert hat. So, Ilja Michalschek, fahren wir mal mit, gucken wir mal, ob du irgendwelche Unterschiede zu deiner Linienwahl siehst. Bisher noch nicht anscheinend. Momentan nicht, nein, keine Einwände. Gleichen Gänge bei dir und deinem Teamkollegen? Wahrscheinlich. Ja, das müssten exakt dieselben sein. Also Ilja Michalschek, Julian Puffer hat es gerade schon verraten, hat am Ende die Pole Position geholt, die Blicke auf den Monitor und es hat aber gedauert. Ne? Also es hat wirklich gedauert, es war ein Mini-Abstand für den Mann, der 4 Punkte hinter dir in der Meisterschaft liegt. Und das wird sicherlich ein packendes Rennen. Mal schauen, ob wir die 1 oder die 19 vorne sehen. Das ist auf jeden Fall die Startaufstellung. Ilja Michalschek, Julian Puffe, Ricardo Brink, Reihe 1. Hervant Nigon, Pepin Beisterbosch, Dominik Weso. Stark, ne? Der Dominik, so aus dem Nichts, aufs Motorrad drauf und dann hier in die zweite Reihe zu fahren. Auf jeden Fall super Job gemacht. Lang nicht mehr an der IDM dabei gewesen und dann jetzt gleich so einzuschlagen. Also Respekt.
Toni Finsterbus haben wir da gesehen und hier die weiteren Platzierungen in dem leider etwas ausgedünnten Feld auf der 19. Position, Björn Stuppi. Julian Puffe also, bist du selbstbewusst und sagst, ja klar, klare Zielvorgabe, jetzt bin ich schon mal vorne, jetzt habe ich Rennen gewonnen, jetzt will ich heute einen Titel? Also ich denke, jeder fährt Rennen, um zu gewinnen. Das ist natürlich für alles das Ziel. Ich will so lange wie es geht erstmal um Einzelresultate fahren, schauen, wo ich stehe, schauen, wie lange wir da mithalten können und dann einfach gegen Ende der Saison von Rennen zu Rennen schauen, wie sieht es zum Schluss aus, haben wir eine Möglichkeit, einen Titelkampf mit einzugreifen, können wir nochmal attackieren und wenn die Möglichkeit besteht, dann werden wir auf jeden Fall jede Chance versuchen zu nutzen. Und wir haben heute auch schon spannenden Rennsport gesehen, nämlich das Rennen der Supersport 600. Und einer, der auch zum Glück wieder mit dabei ist, steht unten, kommt jetzt auch gleich zu uns auf die Bühne. Bleib ruhig hier, dann können wir das gleich irgendwie hinkriegen mit der Verabschiedung von Julian Puffe. Der heißt Luca Grünwald. Der ist ja schon WM gefahren. Ich kenne ihn aus der Moto3-WM. Und der Luca ist wieder mit dabei. Ich habe es ihm ja erklärt und erzählt. Viele, viele Veränderungen. Ihr beiden kennt euch natürlich auch. Hallo Luca. Da haben wir nochmal einen anderen Helm von einem anderen Fabrikat. Erstmal schön, dass du wieder dabei bist. Und wenn der Julian dir das Mikro überlässt. Julian, du hast dann frei. Mach dir einen schönen Abend, konzentrier dich und hau rein morgen in der Superbike-Kategorie. Luca, komm mal vorne an den Tisch. Helmwechsel hier bei uns. Was macht der Rücken? Was macht die Wirbelsäule? Die wichtigste Frage. Ja, dem Rücken der Wirbelsäule geht es auf jeden Fall wieder viel, viel besser. Ich habe Ende letzter Woche die Freigabe bekommen von meinen Ärzten, dass ich wieder aufs Motorrad steigen darf und habe es dann letztes Wochenende gleich nochmal einen kurzen privaten Test gemacht, um mal ein paar Kilometer zu machen. Und also bis heute fühlt sich der Rücken gut an. Natürlich zwickt es hier und da ein bisschen, das ist aber nach der Zeit normal, nach der Verletzung. Aber ich konnte jetzt das Rennen ja, ziemlich schmerzfrei zu Ende fahren, also das hat schon mal gut geklappt. Ja, das ist gut. Schmerzen wollen wir natürlich auch nicht, dass ihr da wirklich, und deswegen war die Pause auch notwendig, zu viel riskiert. Du bist wieder zurück in der IDM, ja auch ein bisschen aufgrund der Sponsorensituation. Das ist das leidige Thema, haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Ist das für dich nur eine Zwischenstation oder wie ist die Planung? Ja, es ist natürlich immer schwierig. Man hat viel Pläne, man will weiter nach vorne kommen, man will auch auf internationaler Bühne fahren können, aber im Moment hat sich für mich war die beste Option, das, was ich jetzt gemacht habe, mit Kawasaki und in der 600er-Klasse wieder einzusteigen. Und das hat für mich am besten gepasst und ich bin jetzt froh, dass ich endlich wieder auf dem Bike bin und dass ich eben auch zeigen kann, was ich drauf habe. Und das Ganze ging ja jetzt leider nicht so gut los. Ja, und wir haben ja zum Beispiel auch gesehen, was geht. Ne? Thomas Gradinger, unser ehemaliger Supersport 600-Meister in der WM, wie er sich schlägt mit guten Platzierungen, zeigt, wie hoch das Niveau auch ist bei euren 600ern. Und du warst heute beste Nicht-Yamaha mit der Schnurk Kawasaki. Können wir schon mal vorwegnehmen. Du bist Achter geworden nach dieser langen Pause. Zufrieden damit? Weil Tests hast du ja auch viele verpasst. Ja, es ist okay, auf jeden Fall. Also mir war wichtig, dass wir keinen zu großen Rückstand zur Spitze haben und es schaut okay aus. Die beste Kawa sind wir auch, das passt dann ganz gut. Natürlich will man ganz vorne mitfahren, aber nach der Verletzungspause und was fast noch schlimmer ist, sind einfach die ganz wenig Testkilometer, die wir nur hatten. Das heißt, wir sind jetzt hierher gekommen und arbeiten eigentlich noch an dem Grundsetup, um eben mal die Kawasaki ein bisschen auf mich anzupassen. Es ist ein Bike, das gut funktioniert, aber es ist nicht einfach zu fahren. Und da wäre ich natürlich selber noch immer besser und zusätzlich braucht man einfach noch vom Setup, das muss ich einfach noch ein bisschen verbessern, aber es wird von Runde zu Runde besser. Und für das kann man mit dem Ergebnis mal soweit ganz zufrieden sein. Ja, du hast gerade ja auch aufmerksam zugehört. Wir haben über die Strecke gesprochen. Zolder, aus deiner Sicht, unter Sicherheitsaspekten mit den Mauern, wir müssen drüber reden, über dieses Thema. Was hast du als Profi, der in der WM unterwegs war, also in der MotoGP-Szene, in der Supersport 300 WM unterwegs gewesen ist? Du kennst also die internationalen Maßstäbe. Was hast du zum Beispiel zum Oldschool-Kurs Zolder? Nee, man muss sagen, mir gefällt die Strecke gut. Also es ist ein schönes Layout, es ist was Besonderes. Aber man muss auch sagen, dass es, was die Auslaufzonen angeht, sicher auch am Limit sich bewegt, das Ganze für eine IDM. Sagen wir mal so, kann man es vielleicht am besten zusammenfassen. Trotzdem denke ich, dass an einigen Kurven der Auslauf absolut ausreichend ist. Natürlich sind die Mauern an anderen ziemlich nah.
Es ist nicht so, sage ich mal, dass es vielleicht nicht in Italien oder irgendwo anders auch Strecken gibt, wo Abschnitte so ähnlich sind. Oder in der BSB, da gibt es auch schlimme Strecken. Oder vielleicht auch irgendwie Imola oder solche Geschichten. Das sind auch alte Rennstrecken, die ein super Layout haben, die auch, auf der auch Superbike-WM gefahren wird. Gab es ja dann auch Diskussionen in diesem Jahr, als dann zum Beispiel da zu viel Wasser auf der Strecke war und zu viel Regen. Aber mir gefällt die Strecke gut und ich hoffe auch, dass es im Kalender bleibt und weiterhin hier gefahren wird. Aber natürlich, wenn es die Möglichkeit gäbe, wäre super, wenn man die Auslaufzonen teilweise ein bisschen verändern kann. Ja, ist auf jeden Fall eine Fahrerstrecke. Wir werden morgen Juan Mir begrüßen und Alex Rins. Ich weiß nicht, kennst du einen von den beiden? Hast du die in deiner WM-Zeit mal kennengelernt, die beiden? Ja, ich bin gegen Alex Moto 3 gefahren, also ein Jahr komplett. Und ja, kennen tut man sich jetzt nicht besonders, aber er war damals ja auch am Start und hat es ja absolut top gemacht und jetzt mittlerweile MotoGP-Rennen gewonnen. Also ja. Da ist wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Ja, und schönen Dank an Suzuki und vor allen Dingen auch an Suzuki GSXR Festival, was hier in Solda stattfinden wird, dass wir zwei solche Weltstars zu Gast haben. Die Suzuki im Moment sicherlich ja, so das Paket, was die meisten Leute überrascht, weil es den höchsten Kurvenspeed hat in der MotoGP. Und mal schauen, wie die beiden Jungs sich noch schlagen. Wir haben vorhin ja auch schon über das Thema Sicherheit gesprochen. Du hast deinen Helm auch nochmal mitgebracht. Jetzt weiß ich aus der MotoGP-WM, weil ich die ja auch übertrage für DAZN, dein Helmhersteller hat in der eigentlichen Größe von Lukas Tudovic auch die neue Norm nicht bestanden. Ist das was, für was man sich als IDM-Fahrer interessiert? Oder nimmst du erstmal hier die Normen und Regeln, die wir haben und betrachtest das dann als was für die Zukunft, was da auf uns zukommt? Ja, ich habe auch ein bisschen mit reingelesen und sie sind wohl so gut wie fertig mit einer neuen Schale. Ich glaube, das ist das Hauptthema im Moment, um eben auch da die Norm zu schaffen. Ich finde es gut, dass in Sachen Sicherheit nicht aufgehört wird, an was anderes zu denken. Es ist jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Die Regel sollte ja eigentlich schon von Anfang des Jahres gelten. Aber ich werde mich, also sobald es den neuen Helm dann gibt, werde ich mit Sicherheit auch die Möglichkeit haben, dass ich ihn trage. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren mit LS2-Helmen unterwegs und da hat es nie in irgendeiner Weise Probleme gegeben. Ja, und die machen einen guten Job. Und wenn es da was Neues gibt, dann werde ich das natürlich auch bekommen. Ja, die haben das in der MotoGP knallhart durchgezogen, dass sogar Andrea Dovizioso irgendwo ins Geschäft musste und sich einen anderen Helm kaufen musste. Das war im weitesten unsere IDM-Paddock-Sendung. Entschuldige nochmal für die Tonprobleme zu Beginn. Das kann immer mal passieren, wenn man mit kleinem Budget hier so eine Live-Sendung macht. Wir drücken dir die Daumen für morgen, dass du vielleicht noch ein Stück weiter nach vorne kommst, dass der Rücken hält. Ja, und dann freuen wir uns auf morgen. Also wer will, kann auch vorbeikommen in Solda. Es gibt noch Eintrittskarten, ansonsten Dienstagabend unsere IDM-Paddock-Talk-Reportage. Es wird eine Menge geboten morgen, tolle Rennen, unter anderem mit Luca Grünwald, unseren heutigen Gästen und eben zwei MotoGP-Weltstars, Juan Mir und natürlich Alex Rins beim Suzuki GSXR Festival, werden dann Autogrammstunden und Siegerehrungen vornehmen und sicherlich auch für das eine oder andere Selfie bereit sein. Danke Luca, schönen Abend und ja, Ihnen viel Spaß mit der IDM und tschüss bis denn und Dienstagabend 18 Uhr die Reportage einschalten, ist Pflicht. Dankeschön, tschüss.